So, willkommen zurück zur Statistik. Diesmal geht es, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, um zweidimensionale Daten. Also bisher war es einfach so, dass wir einen Stichprobenvektor haben, der immer nur pro Eintrag eine Zahl hatte, und jetzt wäre das sozusagen ein Vektor, wo da reinkommt. Also jeder Punkt hier in dieser Wolke hat einen X- und einen Y-Wert. Und hier kann man jetzt auch schon ein bisschen besser sehen, was da los ist. Vorher wäre das quasi alles nur auf dieser X-Achse drauf gewesen. Jetzt haben wir eine X- und eine Y-Achse. Das geht natürlich weiter in beliebig viele Dimensionen. Also da kann man ziemlich hoch gehen. Ja, und das Schöne ist jetzt, dass man hier dran endlich mal erkennen kann. Also ihr erinnert euch vielleicht noch, letztes Video habe ich euch gezeigt, wie man die Varianz ausrechnet. Und durch die Varianz kriegt man eben die Korrelation relativ leicht ausgerechnet. Und wenn die Varianz halt, also wenn die Abweichung, die Standardabweichung relativ groß ist, dann sind die Punkte hier einfach weiter verstreut. Also wenn die klein ist, liegen die quasi hier alle aufeinander, und ansonsten ist die halt richtig riesig. Und was man jetzt, was ich euch als erstes zeigen möchte auf dieser Punktwolke, ist, wie man eine sogenannte Regressionsgerade bekommt. Und da gibt es natürlich dann auch noch mehr. Also statt einer Geraden kann man dann das Ganze als Parabel darstellen oder weiß Gott was. Aber ich möchte euch jetzt einfach mal die Regressionsgerade zeigen. Die ist nämlich auch schon kompliziert genug. Also quasi, wie das hier auszusehen hat, wenn ich hier eine Gerade durchlege, wo die, wie die, oder das ist dann die Gerade, wie die Daten hier am nächsten dran liegen. Also wie ich am wenigsten Abweichung habe sozusagen. So, und dazu switche ich mal hier rum auf unsere schöne Formelübersicht sozusagen. Jetzt tue ich eine neue Formel reinpacken. So, ihr erinnert euch vielleicht, dass eine Gerade immer y gleich mx, nicht max, mx, was zur Hölle, mx plus c hat. Also m ist die Steigung, c ist der y-Achsenabschnitt, der da vielleicht noch klingelt von der Schule. So, und jetzt kann man die natürlich irgendwie berechnen. Da gibt es sogenannte oder so spezielle Formeln für, wie man die relativ leicht ausrechnen kann. Die möchte ich euch gerade mal zeigen. Da brauchen wir nämlich zum einen mal die Standardabweichung, die ihr wahrscheinlich noch aus dem letzten Video kennt. Ihr solltet die Formel euch irgendwie mitnotiert haben oder aus einem Buch oder sonst was haben. Ich werde jetzt hier nicht nochmal aufschreiben. Für y ist es genau dasselbe, nur dass ihr statt x einfach y einsetzt. Also ihr habt dann quasi durch diese Punktwolke einen zwei Standardabweichungen, nämlich in x-Richtung eine Standardabweichung und in y-Richtung in x-Richtung eine Standardabweichung und in y-Richtung eine Standardabweichung. Das heißt, ihr habt sx und sy. Also die aus dem letzten Video. So, und jetzt kann man damit eben weiterrechnen. Also ich nehme die jetzt einfach mal als gegeben an. Und ja, wir haben dann hier als Steigung, die können wir so berechnen, m gleich das wird jetzt eine relativ lange Formel, glaube ich. Ja. Fangen wir mal an. Also erstmal brauchen wir einen Bruch und dann brauchen wir eine Summe. Und die wird mir wieder klein gemacht. Natürlich, wie bescheuert ist denn das? Aber naja, ich habe das Programm nicht geschrieben, leider. Ha! Diesmal iterieren wir über J. Falls bei euch irgendwie das anders notiert ist, das macht nichts, es läuft aufs selbe raus. Also ihr könnt meine Formel benutzen oder die andere Formel. Und was ich gerne mache, ist, ich schreibe mir sehr gerne hier die Klammern vorher, dass ich einen Überblick habe. So, und jetzt solltet ihr euch auch noch an was anderes aus der letzten Formel oder aus dem letzten Video erinnern. Deswegen war das letzte Video zwar trocken, aber recht nützlich. Und zwar an, wenn ich es finde, was ist denn hier, x-Balken, das ist der Mittelwert gewesen, wie ihr euch erinnert, hoffentlich. Und genau dasselbe kann man natürlich auch mit unserem y-Vektor machen. Also wir haben dann einfach zwei Vektoren, einmal y und einmal x, und die stehen dann halt in Verbindung zueinander, habe ich ja gerade eben schon gesagt. So, und dann haben wir hier yj minus
und minus y Balken. So, das sieht jetzt erstmal kompliziert aus, aber ist es eigentlich gar nicht. Also xj ist wieder mal der Eintrag in unserem x-Vektor. X-Balken ist ganz stinknormal der Mittelwert unseres x-Vektors. Dann haben wir hier unseren y-Vektor, die einzelnen Einträge, über die wir summieren hier mit der Summe. Und dann eben unseren Mittelwert, y-Balken. Gut, und das Ganze teilen wir wieder durch eine Summe. Das heißt, es ist ziemlich viel Aufwand, das Ganze zu rechnen. Deswegen, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, legt euch so einen statistischen Taschenrechner zu, die sind hammer viel wert. Also was vor allem in so einer Prüfung, was das angeht. So, jetzt möchte ich hier wieder über j iterieren. Wir fangen wieder bei 1 an natürlich, weil wir den ersten Eintrag wollen. X, achso, halt mal, da brauche ich wieder das hier. Wo war ich? Xj minus, nein, falsch, da, x-Balken und das Ganze hier zum Quadrat. So, gut, das ist auch schon die ganze Formel. Also das ist unser m erstmal, sieht wild aus, ist aber ehrlich gesagt nicht so schlimm. Einfach einsetzen und ihr habt das Ganze schon. Also es bedeutet, hier oben rechnen wir, das habe ich ja schon gerade erklärt, und hier unten rechnen wir genau dasselbe, was wir hier schon gerechnet haben, nur wir quadrieren jeden Eintrag. Vorsicht, wir rechnen einen Eintrag aus, quadrieren ihn und machen dann weiter mit der Summe. Also wir müssen hier wirklich den ersten Eintrag ausrechnen, dann quadrieren und dann plus den zweiten Eintrag ausrechnen, dann quadrieren. Das ist ganz wichtig, dass ihr das nicht erst danach quadriert. Ja, sonst kommt was absolut Falsches raus, das wäre nämlich nicht so schön. So, dann hatte ich euch ja schon gesagt oder prophezeit, dass ihr mit der Standardabweichung noch mehr Spaß haben werdet. Die setze ich jetzt hier einfach mal als gegeben voraus und dann kann man weiterrechnen. Nämlich, aber wobei die brauchen wir jetzt hier erstmal gar nicht. Also das hier ist erstmal die komplizierte Formel, es gibt nachher noch eine leichtere. So, und jetzt sagen wir, C ist natürlich dann gleich, also die wahrscheinlich kennt ihr das noch aus der Schule. So, und jetzt brauchen wir hier zwei Werte, die wir hier einsetzen können, für die die Gleichung erfüllt sein muss. Und das muss natürlich auf jeden Fall für die Mittelwerte gelten, weil an denen orientieren wir uns ja. Das heißt, wir setzen einfach für y, y-Balken ein. Und wir setzen für x, brauche ich gar nicht. Wir setzen für x einfach x-Balken ein. Das brauche ich. So, da wir uns an denen hier orientieren, das heißt, wir wollen ja die gerade da durchlegen. Und die Steigung müssen wir halt noch ausrechnen und den y-Achsenabschnitt können wir jetzt dadurch einfach errechnen. So, ja, das wäre das Erste. So kriegt ihr erstmal die Regressionsgerade raus. Also die ist dann eben dieses y gleich mx plus c und dann habt ihr einfach die Gerade, die, wo ist das Bild, die quasi hier durch dieses Bild, durch diese ganzen Daten hier durchgeht und die Abstände jeweils möglichst gering macht. Also ja, ist ganz nice. Gut, dann kann man aber noch mehr damit machen, beziehungsweise nicht unbedingt mehr, aber man kann m anders berechnen. Weil diese Formel hier, die ist nicht wirklich komfortabel, sage ich jetzt mal. Wir können für m auch einfach sagen, m ist Bruch. Und hier brauche ich mal wieder das hier und ich brauche noch eins. Rxy heißt das Dingens. Und dann sy, falls ihr die Standardabweichung schon habt, ist das ziemlich cool. Oh, da unten brauche ich auch noch so ein Teil. Also falls ihr eben diese Standardabweichung ohnehin schon berechnen dürft, für den Fall, dass ihr keinen Taschenrechner habt, könnt ihr einfach diese Form hier nehmen. Dann habt ihr immerhin den Teil schon mal und den Teil schon mal. Und RxY werdet ihr höchstwahrscheinlich meistens so oder so noch brauchen. Das berechnet sich nämlich wie folgt. Es ist wieder ziemlich trocken, ich merke es gerade. Aber leider braucht man das wirklich häufig. Vor allem auch in der Prüfung. Kann man eigentlich davon ausgehen, dass so eine Aufgabe drankommt. Deswegen schön merken und nochmal üben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das macht. Also
Nicht einfach nur hier sagen, ja, okay, ich habe verstanden, wie sich die Formel zusammensetzt, sondern auch ruhig mal üben. So, n minus 1 mal die Summe aus j gleich 1 bis n über. Ach, wisst ihr was? Das kann man einfach hier kopieren. Genau so. Und jetzt kopieren wir den Teil hier noch an. Ah, ne, halt, das dürfen wir nicht kopieren. Aber wir können das hier kopieren. So kriege ich das nämlich schneller geschrieben. So. Das ist jetzt die Formel für RxY. Sieht ähnlich wild aus. Ja, man macht quasi nichts anderes wie einfach hier S und SX und SY noch reinwurschten. Ihr seht, wenn man das hier einsetzt, also wenn ich jetzt RxY hier wirklich einsetzen würde, dann würde quasi das SY hier sich mit dem wegkürzen und ich hätte unten SX Quadrat stehen, was genau das hier ist, wie ihr euch vielleicht aus dem letzten Video erinnert. Und das SY kriege ich quasi normalisiert, indem ich halt hier einfach das noch vorne dran packe. So. Ja, das ist einfach die zweite Möglichkeit, es zu berechnen. Aber dieses RxY hat noch einen anderen Effekt und deswegen braucht man das relativ häufig. Deswegen, falls ihr RxY oder SY, SX schon habt, könnt ihr das auch einfach benutzen. So. Und zwar RxY ist ein Korrelationskoeffizient. Das hört sich erstmal kompliziert an. Aber der sagt quasi, wie stark diese Daten zusammenhängen. Also wie arg, ja, wie arg die voneinander abhängen, diese Daten. Das ist ziemlich cool, weil RxY liegt auf jeden Fall zwischen minus 1, also ich rede gerade von dem hier, liegt zwischen minus 1 und 1. Und wenn RxY plus 1 ist, dann sind die Daten quasi alle auf dieser Geraden drauf, also auf dieser hier. Wir können dann wirklich die kompletten Daten durch eine Gerade beschreiben. Und wenn es eben minus 1 ist, dann können wir sie gerade durch. Moment, wo ist das Bild? Dann können wir sie quasi, also davor konnten wir sie durch diese hier beschreiben und dann könnten wir sie dadurch beschreiben. So, und wenn jetzt eben dann RxY 0 ist, dann könnten wir sagen, dass die absolut nicht zusammenhängen. Das heißt, die sind irgendwie random verteilt, also zufällig verteilt. Die haben nichts miteinander zu tun, die Daten. Also zum Beispiel der Gebrauch oder die Anzahl an Leuten, die Smartphones benutzen und die Anzahl an Leuten, die gerne schwimmen. Weil es heute absolut nicht nach Schwimmwetter aussieht, warum ich auch immer da drauf komme. Also die hängen halt absolut nicht zusammen und dann wäre zum Beispiel RxY gleich 0. Wobei das jetzt nur geraten ist, vielleicht hängen sie ja tatsächlich zusammen, das sei mal dahingestellt. Nur, dass ihr mal ein Beispiel habt. Gut, und damit kann man eben auch diese Regressionsgerade hier aufstellen. Ja, ich hoffe, es hat euch diesmal wieder ein bisschen mehr gefallen. Es tut mir leid, wenn ich euch damit so quäl. Und ich hoffe, ihr habt es verstanden. Falls nicht, bitte Fragen oder sowas in die Kommentare. Auch Wünsche zu anderen Videos bitte in die Kommentare oder auch per persönlicher Nachricht. Ja, dann macht's mal gut. Bis bald. Ciao.